Spoiler zur Episode 18, How to Dine and Dash. Wie der Episodentitel eigentlich schon sagt, dachte ich auch am Anfang, das wird ein Tutorial, wie man Zeche brät. Weil Onizuka bringt einem bei, man isst, haut ab, lässt sich dann von einem Auto anfahren und zwingt den Fahrer dann für einen die Zeche zu zahlen. Man lernt nie aus. Welches hat die Serie einen gewissen Bildungscharakter. Doch die Episode schlägt dann wirklich eine unerwartete Richtung zum Ende hin ein. Urumi, die eigentlich im Laufe der Episode eigentlich so wirkte, als würde sie zum einen Teil der Gruppe werden und irgendwie halbwegs, ja gut, sie hat immer noch Onizuka in der Hand mit den magischen Worten Gefängnis. Aber sie hat sich halbwegs normal benommen, also jetzt nicht so großartig teuflisch oder sondergleichen, also nichts, was irgendwie ungewohnt wäre von ihr. Aber dann trifft sie halt eben auf ihre alte Grundschullehrerin, wenn ich mich nicht täusche, während eines Fotoshootings für Tomokos, für ja, Magazin-Shooting. Und da trifft sie halt eben die alte Grundschullehrerin. Und anscheinend ist die Beziehung zwischen den beiden jetzt nicht allzu rosig. Um so etwas zu untertreiben. Die Gründe dafür sind relativ unbekannt, weil beide schweigen. Urumi, gut, dass Urumi jetzt, weil ich das nicht erzählt, war irgendwie jetzt keine große Überraschung, aber dass die Lehrerin nichts erzählt. Selbst nachdem Urumi sie mit einer Mini, mit einem Mini-Molotow-Cocktail angezündet hat. Da verstehe ich es nicht. Nee. Also, dass die Lehrerin da mal nicht mal mit der Geschichte rausrückt. Weiß ich nicht, ob sie das wirklich zum Schutz von Urimi macht, wenn das wirklich der Fall ist, dass sie das macht, weil sie Urimi schützen möchte, dann trifft das bei mir etwas auf Unverständnis, weil egal, was sie gemacht hat oder so, irgendwo ist doch wohl mal eine Grenze und eine Grenze sollte gezogen sein, wenn man wirklich angegriffen wird, körperlich. Und das war bei mir der Fall, als sie den verdammten Molotow-Cocktail geworfen hat. Ich meine, der Schutz geht sowieso. Keiner kommt auf die Idee, irgendwie die Polizei zu rufen, nicht mal. Ich meine, sie hat gerade eine andere Person tätlich angegriffen. Ohne jetzt irgendwie großartige, meiner Meinung nach, Begründung dafür zu haben. Ob es dafür eine halbwegs sinnvolle Begründung gibt, weiß ich ja nicht. Würde ich nicht mal sagen, aber keine Polizei rufen? Hallo? Es geht sogar noch weiter. Die geht dann zur Schule zurück und sprengt die. Was zur Hölle ist da los? Wieso agiert da keiner richtig? Ich meine, man ruft die Polizei. Selbst wenn sie ein verdammtes Genie ist, ist mir doch vollkommen egal. Das ist so, als würde man die sollte eingeschlossen werden. Von mir ist eine psychische Anstalt, Gummizelle, so ein schönes Kästchen, wie Hannibal Lecter es hatte. Ich meine, bei ihm hat man auch nicht gesagt, ach ja, er tötet zwar ein paar Menschen und isst sie danach, aber er ist so klug, den können wir nicht einsperren. Nein, das geht nicht. Dill! Die soll weg! Also, nee, das hört sich jetzt böse an, aber die soll ihre Strafe bekommen. Wenn jetzt, egal was da jetzt auch kommen mag, für eine Erklärung, was bei ihr da anscheinend falsch gelaufen ist. Das ist für mich dann ein Schritt zu weit, für jemanden, der dann, ach ja, dann kommt eine Geschichte, irgendwas Herzergreifendes ist passiert mit ihr. Nee! Gut, dann kann das schon passiert sein, aber dann ist sie für mich nicht großartig, wie würden wir sagen, mentally stable. Also sie ist mental halt nicht zurechnungsfähig. Die kann man nicht auf die Gemeinheit loslassen. Urumi sollte am Stand von A Episode 18 einfach nur weggesperrt werden. Und ja, also. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Ich werde die nächste Folge jetzt gleich gucken, weil ich bin etwas sprachlos, was da gerade abgelaufen ist. Das war Episode 18. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer,
abonniert, subscribed. Das war Archer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.